Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir hier alles soweit vorbereitet, dass wir die neuen Lager benutzen können. Aber wir sind auf jeden Fall dabei, das alles weiter vorzubereiten. Ich will hier nochmal das Lager vergrößern. Ich will hier echt ein großes Lager haben an Öl. Dass die Ressourcen hier reinkommen. Warum ist der noch nicht so ganz weg? Alle, weil er nichts rauskriegt. Okay, schon. Also mein Plan ist halt echt hier eine fette Anlage hinzusetzen gerade. Oh, jetzt habe ich falsch gemacht. Ich wollte R drücken zum Rotaten. So. Dann wird das nicht das Erdöllager. In dem Fall. Wird es natürlich eine schweineteure Angelegenheit, wenn man so schaut. Aber scheiß drauf. Wir brauchen das einfach. Um richtig viel in den Tank zu kriegen. Sind teilweise andere Mittel nötig. Ich hoffe, dass die das alles gebaut kriegen, so wie ich es mir vorstelle. Also hier ist dann auf jeden Fall hoffentlich genug Platz, auch dass man das rausschickt. Was? Einen Tank hat es leer gekriegt. So, jetzt sollte aber gleich losfahren können. Jetzt kommen die paar letzten Schlückchen raus und dann kann er uns nochmal frisches Zeug bringen. Perfekt. Aktuell sind unsere Fahrzeuge sehr stark ausgelastet. Ich hoffe mal, dass die hier unten fein produzieren. Tun sie nicht, das finde ich ungut. Aber sie kümmern sich drum so ein bisschen. Fehlt mir aktuell Kupfer? Mir fehlt aktuell wieder Kupfer. Ist natürlich nicht so fein, wenn anfängt alles ein bisschen zu fehlen. Ich würde gerne noch ein paar Fahrzeuge bauen, ehrlich gesagt. Schon, dass wir davon noch ein paar reinkriegen. Dass wir auch die Kohleproduktion weiter anschmeißen können. Lol, die Bäume sind jetzt einfach runtergefallen. Leute, ihr könnt die Bäume auch abreißen, bitte. Wo baggern die gerade rum? Da hinten, okay. Jetzt sieht man schon, jetzt habe ich natürlich massenweise aufgegeben wieder. Jetzt ist wieder alle Ressourcen weg. Der Tanker wird nicht leer. Die pumpen jetzt hier wieder ein bisschen was rein, damit der Tank dementsprechend voll ist. Wir müssen dann hier direkt mal eine erste Benzinanlage hinstellen. Einfach damit wir genug haben, weil aktuell sind zwar die Tanks einigermaßen leer. Wahrscheinlich, weil sie das Zeug holen oder sowas. Aber wir werden hier nicht weiterhin so ein... Das Lager wird sicherlich sich leeren. Also unser Lager hier unten wird auch jetzt wahrscheinlich stetig immer leerer. Es schaut auf jeden Fall so aus, als ob wir nichts mehr hätten. Doch, wir haben noch. Aber die Tanks werden trotzdem ordentlich verbraucht. Sind zwar noch die kleinen und alles drum dran, aber natürlich ist das nicht ideal in dem Fall, ne? Oder wir bräuchten mehr Bagger und alles Mögliche aktuell, damit hier was gescheit weiterläuft. So. Das ist halt die Sache. Wir brauchen hier so viel Zeug eigentlich. Der ist voll, der ist voll, der ist nicht voll. Der ist auch nicht voll, aber wir sind wieder gut dabei. Das schaut gut aus. Also wichtig für mich ist, dass die hier unten alles produzieren, so gut wie es geht. Vor allem erstmal elektronische Teile, damit das Lager hier voll wird. Und die das dementsprechend dann hier rausnehmen können wieder. So, wie schaut es mit unserem Öllager hier unten aus? Wenn das vorangeht, dann bin ich schon mal happy, weil dann können wir mehr einlagern. Er sagt aktuell... Das kann er gar nicht, sagt er gar nichts aktuell, okay. Das hier muss fertig werden. Dann ist der Öllagerstand dementsprechend hoch, dass wir halt genug aufs Lager kriegen.
Aktuell sind wir halt echt bummvoll hier auch hier oben. Und da kommt er schon wieder. Alter, schau mal, wie viel Eisen wir schon verbraucht haben. Holy shit. Ja, aber es läuft auch, ne? Das darf man ja nicht verneinen. Also, wir haben auch zu wenig Eisen mittlerweile eher. Als genügend. Irgendwie bekloppt zu glauben, ne? Dass man zu wenig hat. Was fehlt der Produktion aktuell, dass die was macht? Oder hat die gerade keinen Bock oder so? Ah nee, dem fehlt Zement. Warum? Oh, weil ich den... Oh. Weil ich den mir am Bagger geklaut habe. Scheiße. Sind die noch hier unten am Arbeiten oder? Ach, die sind jetzt hier eigentlich. Die sind ja hier noch zuständig gewesen, ne? Die sind ja alle gleich hier gerade alle noch verarbeitet. Die sollten ja hier noch vorbereiten. Weißt du was, die leichte ist, lasse ich das noch weiter vorbereiten. Die sollen mir hier bitte den ganzen Bereich noch ausgraben. Das hätte ich gerne ein bisschen runtergesetzt noch. Dann können wir das hier nicht vorne schon fertig machen. Ich hoffe mal, dass sie das dann hier hinten auch auffüllen. Sonst tue ich die nicht erstmal den Schildauftrag hier vorne weg. Den Baggerauftrag hier noch hin. Oh ne, warte, das ist scheiße. Nope, die soll nicht runter. Wir sind tief genug. So. Dann schippen die das nicht hier hinten auf. Und dann geht hoffentlich mal die Ecke hoch, damit wir die Wasserproduktion dann dementsprechend starten können. Was sie aktuell noch so ein bisschen braucht. Und die brauchen halt auch massenweise an dem Zeug. Das ist... Oh. Eklig. Der hat noch ein bisschen aus dem Tank drin. Ja, der muss eigentlich nur die anstehenden Anschlüsse fertig machen. Den hier. Dann ist alles klar. So, die sollen jetzt hier mal ein bisschen abgraben. Ich nehme jetzt aber trotzdem mal einen Bagger und zwei LKWs. Und bringe die hier rein. Damit die Produktion hier wieder starten kann. Klar, Holz haben wir wahrscheinlich dementsprechend auch massenweise mittlerweile auf Lager wieder, aber ich will es nicht unbedingt dafür verwenden. Dass wir die hier noch ein bisschen arbeiten. Wie schaut's aus? Ja, schaut eigentlich gut aus, soweit. Bräuchte eigentlich noch einen Kupferbagger in Zukunft. Aber aktuell will ich da nicht unbedingt so viel reinpfuschen. Obwohl. Wir brauchen halt viele Fahrzeuge einfach. Das ist brutal, was wir an Fahrzeugen gerade brauchen. Kommt, Leute, pumpt das Ding voll. Macht Feuer! So einem Baugebiet befindet sich außerhalb des Bereichs. Ja, alles gut. So, die Tanks werden alle langsam echt voll. Schaut hier unten mit denen aus. Ne? 2000 haben wir noch auf Lager. Danach wird es halt mit unserem Speicherkapazität ein bisschen knapp. 2200 haben wir. Ich schicke unser Schiff jetzt nochmal auf Forschung. Die soll es sich nochmal hier hinten anschauen. Der Bagger geht gleich nochmal in die Kohlemine. So. Kann ich auch festlegen, was sie abbaggern sollen? Ja, langsam wird die Ecke. Langsam wird sie.
Saugt der gerade aktuell oder ist der schon so... Ah, der ist bummvoll. Es fehlen halt die ganzen Tanks noch, aber wir sind eh schon so voll wieder, das ist brutal. Na, Sherd, jetzt sind die nächsten fast fertig, ja? Jetzt hat er einen wieder. Der saugt jetzt hoffentlich ordentlich. Wie viel passt denn so ein rein? 360, also einer davon ist fast eine Lieferung. Kampf, oh, schon wieder ein Schlachtkampf. Juhu, scheiße. Juhu, scheiße. Was war denn das jetzt? Wenn die das nicht schon aufschütten, dann können wir hier schön noch vielleicht ein cooles Lager hier hinstellen. Und dementsprechend hier alles vorbereiten. So, jetzt kommt hoffentlich ein bisschen was hier ins Lager rein. Aber wie es ausschaut, ist hier relativ wenig auf der Höhe, wo jetzt gerade ist. Was hat denn der gerade? Na, Kalkstein hat da drin. Finde ich gut. Abbaupriorität. Ah, guck, ich kann ihm sogar sagen, was die Abbaupriorität ist. Das ist natürlich cool. Aber aktuell kommt halt trotzdem wenig raus. Bis die Maschinen hier wieder alles auf Volldampf gelaufen, zum Laufen kriegen, dauert es einfach. Und das wird sich auch nicht wirklich ändern. Also aktuell zwei Lager fehlen noch. Beide wahrscheinlich fast vollkommen. Ja, 60 brauche ich hier allein noch. Also brauche ich aktuell 70, um die Produktion wieder zum Laufen kriegen. 70 ist natürlich eine ordentliche Zahl. So, dann brauche ich natürlich noch ein Bronzelager. Ich brauche ein Kohlelager hier vor Ort fürs Erste. So ein temporäres Kohlelager, was ich wahrscheinlich hier hinsetzen werde. Jetzt kommt der schon wieder. Und das muss dann alles an eine einfache Destille angeschlossen werden, die hier hinkommt. Beziehungsweise wahrscheinlich vier Stück fürs Erste, die ich dann hier irgendwo hin klatsche. Die vier werden dann produzieren und erstmal hier vorne in den Dieseltank reinspeisen. Problem natürlich, hier unten steckt die ganze Energiekonzentration auch dran. Wir werden hier relativ schnell in Stromprobleme kommen. Und alles läuft mittlerweile über Strom, ne? Das ist alles eine böse Angelegenheit. Kalkstein? Yes, gut. Wenn Kalkstein wenigstens ein bisschen was produziert, aktuell bin ich happy. Also wir haben schon wieder Steine auf Lager. Das ist schon mal Muno Briente und so Zeugs, ne? Wie schaut's aus mit dem Lager für das Zeug? Oh, leer. Einfach leer. Eklig. Fahrt das zum Lager und kippt das rein. Das Problem ist, ich brauche ja den ganzen Platz hier einfach, weil hier dann wieder muss es in Dampf verwandelt werden und dann da drüben in Energie. So, jetzt haben wir die Stahlverhüttung erfunden sozusagen oder erforscht. Du brauchst eigentlich echt pro Bagger mindestens zwei LKWs. Alles so eine kleine Sache. Einfach damit sie jederzeit wechseln können zwischen den Ressourcen, die abgearbeitet werden. Wir tun die Produktion jetzt mal wieder einstellen fürs Erste. Okay, hier ist er fertig. Wir brauchen hier ein Schüttgutlager auf jeden Fall. Beziehungsweise zwei. Kostet mich jetzt auch nochmal 60. Und dann, wie gesagt, fürs Erste halt, bis wir das Ganze umstellen können und alles dementsprechend aufgebaut ist, ist es jetzt halt notwendig. Aber hier auf jeden Fall einzelne Destillen hin.
zwar genügend. Das müssen wir auch gleich nochmal verdoppeln. Wir brauchen genug auf Lager. Da reicht nicht nur ein bisschen was, leider. Da ist leider das ein bisschen anders, wie wir es brauchen und was wir brauchen. Wie schaut's aus? 400 haben wir noch. Jetzt müssen wir richtig anziehen. Wir haben dann zwar noch ein Lager von 1400, aber unangenehmes Gefühl da und im Nacken. Da fehlt Kupfer. Da fehlt einfach Kupfer. Der produziert doch eh schon Kupfer, wie bekloppt. Warum reicht es euch nicht? Warum? Steht jetzt eigentlich wegen dem hier? Aber wenn ihr wegen dem hier steht, das können wir verändern. Das können wir easy machen. Warte mal. Das kriege ich hin. Macht man hier so zack. Dann nimmt man noch die Lora-Leitung. Macht hier so flupp. Und dann hier unten nochmal flaches Band. Und schließt es so an. Dann nimmt man sich alles nochmal bis hier. Dupliziert das auch nochmal. Und dann sollte man dementsprechend eine höhere Produktionsrate bekommen. Hoffe ich mal. Na komm, krieg's hin. Fehlt jetzt nicht mehr so viel. 30, das haben wir doch. Also es kann jetzt nicht so schwer sein. Ölpumpe hat keine Ressourcen mehr zum Extrahieren. Okay. Kann alles weg. Bringt vielleicht ein bisschen Ressourcen gerade mal rein. Der Weg wird auch wieder frei. Jetzt ist natürlich der Zeitpunkt angekommen, wo man sagen muss, okay, jetzt wird es mit Öl schlimm. Wie schaut es hier unten aus? Produktion entsteht langsam. Das wird jetzt alles halt ein bisschen dauern, ne? Das ist jetzt klar. Kohle. Kohle und hier ein bisschen was muss drin sein. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.